Danny Schwierinski, herzlichen Glückwunsch zum souveränen 3:1 Erfolg bei T08. Und was vielleicht noch wichtiger, wenn auch nur statistisch schon wert ist, zur Herbstmeisterschaft und zur Qualifikation zum Hallenmasters. Ja, da freuen wir uns sehr drüber. Haben wir angestrebt und haben das sicher auch verdient aufgrund der vielen guten Spiele und Leistungen in der Hinserie. Sodass wir da froh drüber sind, dass wir das erreichen konnten. Heute war das lächerlich zum Spiel nicht unsere beste Leistung. Aber trotzdem, ich denke, verdient, dass wir hier gewonnen haben. Das eine oder andere Tor haben wir noch liegen gelassen. Aber unterm Strich müssen wir die Mannschaft wirklich loben. Nach einer guten Hinserie, muss man sagen. Sind wir zufrieden. Erste Halbzeit war es in meinen Augen Ballbesitz, Fußball, gefühlte 80% Ballbesitz, SV Eichhede und geduldig warten auf Fehler des Gegners. Ja, das ist ja immer gefährlich natürlich. Ortin hat etwas tiefer gestanden oder hat zumindest geguckt, dass sie auf Konter spielen, wollen wir mal so sagen. Nicht unbedingt tief gestanden, aber zumindest gucken, dass sie Umschaltmomente nutzen. Und da muss man immer aufpassen dann. Und ich glaube, wir haben, wie gesagt, auch eben schon gesagt, nicht so die beste Leistung abgerufen. Wir waren auch nicht ganz aufmerksam in allen Situationen. Und man hat, glaube ich, schon gemerkt, dass die Jungs darüber nachgedacht haben, auch dass das Masters auf dem Spiel steht oder wie auch immer. Und deswegen, glaube ich, war das ein bisschen nicht so befreit wie sonst heute. Also deshalb waren wir in der ersten Halbzeit auch nicht ganz zufrieden mit der Leistung. Aber die Einstellung hat trotzdem gepasst und wir haben es probiert und haben wirklich auch versucht, da was draus zu machen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir das dann umsetzen können, dann auch ein bisschen besser. Und deswegen, ja, sind wir zufrieden heute. Ist es so. Ich komme nur ziemlich weit rum auf den Fußballplätzen in der Oberliga. Und was mir auffällt, ist die positive, durchgehend positive Ansprache an die Mannschaft. Gefällt mir sehr. Das ist gut, dass du das sagst, Harald. Das ist natürlich ein Ziel, was wir alle haben. Und klar, ist nicht mehr ganz einfach, weil natürlich auch viele Sachen dann vielleicht mal misslingen. Aber im Grunde müssen wir bislang mit unserer Mannschaft müssen wir ein großes Lob aussprechen. Was Trainingseifer, Trainingsbegeisterung und Einstellung angeht, können wir überhaupt nicht sagen. Und von daher muss man den Jungs auch mal, wir haben auch viele junge Spieler dabei, in Klammern, auch mal zugestehen, dass das nicht alles klappt. Und das versuchen wir positiv zu begleiten. Auch wenn es manchmal schwerfällt, aber das passt dann. Ja, vielen Dank, lieber Dennis. Das war super. Dennis Jags, 1:3 gegen den SV Eichhede ist ein Ergebnis, mit dem man leben kann, oder? Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen ärgerlich, weil ich glaube, hätten wir erste Halbzeit besser performt, besser auch die Idee, die wir hatten, umgesetzt. Eichhede noch mehr unter Druck zu setzen und ich glaube, es wäre schon was drin gewesen. Also ich fand es nicht ganz so souverän und das hat man, glaube ich, auch in den letzten 6-7 Minuten vor der Halbzeit gesehen, wo wir es dann ein bisschen besser gemacht haben, wo wir mehr Druck aufgebaut haben dann auch auf den Gegner, dass dann auch Fehler erzwungen werden können, auch eigene Möglichkeiten daraus entstehen können. Und das haben wir so ein bisschen versäumt, 35-40 Minuten aus meiner Sicht. Das 1 oder das 0-1 ist dann auch ja, so eine Kombination aus individuellen Fehlern, Fehlentscheidungen. Erstmal ein schlecht ausgeführter Einwurf, den wir theoretisch auch lang werfen können. Direkt davor wird er extrem gefährlich, einen zweiten werfen wir nicht rein. Und dann vertändeln wir den Ball vor dem 0-1. Das tut weh, ne? Das tut weh dann auch in solchen Spielen, wo du weißt, Kleinigkeiten entscheiden in so einer Partie. Und das zieht sich dann in der zweiten Halbzeit so durch, ne? Auch wieder zwei individuelle Fehler zum Gegentor 2 und 3, kalte Dusche nach der Halbzeit. Ja, und dann stehst du hier mit einem 0-3 da und hast noch 35 Minuten zu spielen. Und das ist natürlich dann nochmal ein harter Gang. Meine Sicht der Dinge war, dass in dem Moment, wo ihr tatsächlich versucht habt, mutiger nach vorne zu kommen, die Lücken entstanden sind, eben halt, wie gesagt, auch durch zwei individuelle Fehler begünstigt, die Eichhede dann auch eiskalt genutzt hat. Sehe ich das richtig? In der zweiten Hälfte? Ja. Weiß ich nicht. Das eine, wir sind in der Zweikampfaktion drin, in der Nähe der Box und spielen den Zweikampf einfach nicht mit der Konsequenz, mit der wir so eine 1-gegen-1-Situation spielen müssen. Also ich weiß nicht, ob das was mit Hoch- oder Tiefverteidigen zu tun hat. Das ist einfach dann kein gut gespieltes 1-gegen-1 und in der Position auf der Höhe des Spielfelds gegen so einen Gegner klingelt es dann halt, ne? Und das zweite ist ein langer Ball, den wir unterlaufen. Ja, kann man, glaube ich, auch vorher ahnen, ist auch ein paar Sekunden in der Luft. Sehen wir auch unglücklich aus in der Hintermannschaft? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Blick nach vorne, nächster Gegner FC Dornbreite. Kann man machen, oder? Ja, also ich glaube, wir haben jetzt auch gerade letzte Woche gut performt, gute Ergebnisse erzielt. Nächste Woche kommt dann unser letztes Heimspiel des Jahres auch mit Dornbreite, eine Mannschaft, mit der wir auch im Hinspiel schon gezeigt haben, mit der wir mithalten können, auf Augenhöhe spielen können. Und das wollen wir natürlich auch nächste Woche präsentieren und dann ja auch unserer Pflicht nachkommen, hier Punkte zu sammeln. Sag ich danke.
Thank you.